Und wir kommen zur technischen Analyse heute Morgen mit Astolf Rittmeier, unserem technischen Analysten. Herr Rittmeier, 9000 Punkte, 9010 Punkte, das war das Hoch, Intraday-Hoch vom Freitag. Was sagt die technische Analyse? Kommt jetzt erstmal ein kleiner Dämpfer oder geht es doch weiter nach oben? Schönen guten Morgen aus Düsseldorf, Herr Groß. Ja, den Dämpfer, den sehen wir nicht. Warum? Allein schon heute Morgen wiederum mal die Vorgaben aus Fernost, die Vorgaben für den vom elektronischen Handel, was die amerikanischen Indizes angeht, was den Dow angeht, er wird ja auch elektronisch gehandelt, der hat auch schon wieder 50 Punkte Aufschlag zum Freitagsschluss. Oder aber auch heute Morgen der elektronische Handel vom DAX, der auch schon wieder mit einem Gap nach oben hin aufmacht und somit auch so auch wieder ein neues Rekordhoch hinstellt von immerhin 9030 Punkten. Wie gesagt, elektronischer vorbörslicher Handel. Es ist einfach die Dynamik, die einfach nicht nachlässt scheinbar. Wir sehen definitiv nach wie vor einen wunderschön ausgebildeten Aufwärtstrendkanal, der zwar sehr, sehr steil ist, gar keine Frage, aber der seit dem 14. Oktober hier den Bestand hat und im Moment natürlich auch fortgeführt wird. Es wird diese Woche sicherlich sehr spannend von der fundamentalen Seite aus, weil wir haben die FED-Sitzung, wir haben die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den Staaten, die sehr, sehr wichtig sind, wenn nicht sogar die wichtigsten Zahlen überhaupt momentan monatlich. Wir sehen technisch wenn ich jetzt diesen Trendkanal anspreche, sehen wir technisch eingefasst auf der Unterseite die 8.970 momentan, wie gesagt, und die 9.100 auf der Oberseite, das heißt also nach oben hin hätte der Markt, der DAX, noch entsprechend Platz, um einfach nur innerhalb seines Kanals, steil aufwärts gerichteten Kanals, weiter nach oben zu moven, 80 Punkte Platz nach oben, also wie gesagt, zum Vergleich des jetzigen gerade heute Morgen des vorbürstlichen elektronischen Handels. Also insofern, ich sehe hier weiter klare Dynamik nach oben. Ich sehe nach wie vor kein Abkippen des DAXes und wir kommen ja jetzt gerade erst auch noch in die gute Börsenzeit hinein. Also ja, halten wir uns weiter auf der Longseite auf. Der DAX weiter in einem stabilen Aufwärtstrend. Es kann also durchaus noch 80 bis 100 Punkte nach oben gehen. Schauen wir auf den Dow Jones. Wie sieht es aus beim amerikanischen Leitindex? Ja, der Dow Jones ist jetzt sicherlich nicht schlecht aus, gar keine Frage, aber so diese steile Dynamik, wie wir momentan in den verschiedensten europäischen Indizes sehen, aber wie auch gerade der besprochene DAX, die sehen wir im Dow momentan nicht. Wir sind hier sicherlich auf sehr hohem Niveau. Ich habe eben schon gesagt, wir sehen heute Morgen im vorbörslichen elektronischen Handel für den Dow auch schon wieder 50 Punkte aufwärts oder Aufschlag zum Freitagsschluss. Das heißt also, heute Morgen handeln wir im Dow bei über 15.600 Punkten. Nach oben hin ist momentan Platz innerhalb dieser ja leicht aufwärtsgerichteten Seitwärtsspanne, die ja immerhin fast oder jetzt mittlerweile 1.000 Punkte groß ist. Nach oben hin haben wir also ein bisschen Platz noch bis 15.770. Da ist diese Seitwärtsbrand begrenzt. Auf der Unterseite 14.770. Also momentan ist also diese Spanne exakt technisch eingefasst 1.000 Punkte breit. Ich sehe aber auch hier definitiv weiterhin Potenzial auf der Oberseite und ich denke, es ist eher spannend, ob wir diese 15.770, also die obere Begrenzung einfach mal dieses seit Ende April, das ist ja immerhin schon eine ganze Zeit lang, dieser Spanne, die seit Ende April läuft. Also insofern, es wird spannend, wenn wir Richtung 15.750 gehen. 15.770, wie gesagt, ist halt immer die obere Begrenzung. Was machen denn, um diese beiden Themen jetzt Dow Jones und DAX zusammenzubringen, was machen die Währungen, was machen Euro, US-Dollar? Ja, der Euro hat einen ganz wichtigen Widerstand gesprengt. Wir hatten uns letzte Woche auch über den Euro unterhalten, da waren wir eben noch nicht über die ganz wichtige 1,3710 darüber hinausgelaufen. Nun ist das geschehen, das war auch erwartet worden von mir und rein technisch auch hier ein ganz klar sauberes Bild erstmal, wobei man im großen Bild sagen muss, der Euro befindet sich immer noch in einem Abwärts-Move oder Abwärts-Trend. Warum? Weil wir nun mal im Juli 2008 bei 1,60 und ein bisschen mehr waren. Und wenn man nun mal eine Trendlinie zieht zwischen dem Hoch im Juli 2008 und dem Hoch November 2011, 1,4940, dann gelangt man momentan an einen Kurs von 1,3960 bis 1,40 etwa. Also da verläuft der Abwärtstrendkanal oder die Abwärtstrendlinie. Und jetzt ist einfach die Frage,
Frage, ob der Markt überhaupt noch, ob der Euro überhaupt noch in diese Richtung weiterlaufen kann und wird. Normalerweise rein technisch betrachtet müsste er das. Aber ich finde, der Euro ist ein bisschen heiß gelaufen. Das heißt, ich könnte mir eher momentan einen Zurückschnappen auf die 1,3710 wiederum vorstellen. Das wäre dann eine gesunde Marktentwicklung und da wäre auch die momentan klar vorhandene Unterstützung. Also das heißt, im Moment ist vielleicht der Euro ein bisschen überpowered mit seinen über 1,38 mittlerweile. Und aber dennoch ist es auch hier spannend, dass der Euro sich aufhält, eigentlich rein technisch eingefasst zwischen 1,3960, die er erstmal machen muss, aber mit der 1,3710 als klare, wichtige Unterstützung. Würde der Euro die nicht halten und wieder drunter geraten, ja dann wären wir mit oder würden wir neue Abschläge sehen, die Richtung 1,35 gehen. Die Japaner versuchen ja mit schöner Regelmäßigkeit Menschen wie Ihnen, Herr Rittmeier, also den technischen Analysten, das Leben schwer zu machen, indem hier die Notenbank mächtigst drin rumrührt. Gut, die Amerikaner machen es auch. Jetzt der japanische Yen zum US-Dollar. Ja, die Japaner erfordern zumindest auch hohe Disziplin, was das Thema Geduld angeht, weil wenn man sich das große Bild vom US-Dollar gegen den Japanien anschaut, ist natürlich ganz klar offensichtlich, welche Marktrichtung hier vorgegeben ist. Das sind nun mal die sogenannten Abenomics, die sich hier ganz klar abspielen und seit einem guten Jahr immerhin mit einem sehr hohen Aufschlag des Dollars gegenüber dem Yen, das heißt also der Yen ist sehr schwach geworden natürlich, allein schon die Spanne zwischen Mitte September 2012 und dann im Mai hatten wir einen Höchstkurs dieses Jahr bei 103 und ein paar kleine, das sind 35% Aufschlag gewesen, allein eben halt nur durch diese sogenannten Abenomics. So, was jetzt momentan passiert ist, wir haben ein großes Dreieck, welches angelegt ist vom 22. Mai an und dann die Konsolidierung, die dann endlich mal stattgefunden hat, bis unter 100, also Richtung 93,80 dann vom 13. Juni. Dieses Dreieck, das spitzt sich nun mal immer weiter zu, das heißt, der Kurs läuft immer weiter in diesen sogenannten Apex hinein, also in die Kurs, in die Dreiecksspitze hinein. Nun ist also die Spanne dieses groß angelegten Dreiecks mittlerweile nicht mehr so groß, das heißt, aus der oben der Oberseite sehen wir momentan 99,30, auf der Unterseite sehen wir momentan knapp 97, das heißt also die Spanne dessen ist gerade mal noch nicht mal 2,5 Cent mehr groß und wenn man die Gesamtvolatilität des Marktes mal sieht, dann sind 2,5 Cent gar nichts. Das bedeutet, momentan muss man, deswegen ist die Geduld und die Disziplin entsprechend gefragt, abwarten, kann der Yen gegenüber dem US-Dollar hier jetzt dieses Dreieck auflösen und das würde einfach bedeuten, man muss einfach abwarten, ob wir oben oder unten rauslaufen. Reine Charttechniken, technische Lehre entsprechend müsste ein Dreieck, welches sich so darstellt wie dieses hier, nach oben aufgelöst werden, aber man muss es abwarten und dementsprechend diese klaren Marken hier, die ich gerade genannt habe, im Auge behalten. Von unten läuft man rein ins Dreieck, nach oben läuft man raus oder eben umgekehrt, aber in dem Fall sind wir von unten reingelaufen. Dankeschön, Astolf Rittmeier, unser technischer Analyst heute.